wieder. Alles fit? Alles super gediegen. Und bei dir? Läuft. Fällt dir nicht irgendwas auf? Bei mir? Verdammt, ich hab's schon wieder nicht gecheckt. Okay, Danny, du musst dich jetzt wirklich ultra mega doll konzentrieren. Sie hat ihre dicken Panda-Kuschelsocken an. Hinweis auf erhöhte Schutzbedürftigkeit. Ganz zu schweigen von kalten Eisfüßen. Die Hose ist ungewöhnlich weit für Vivi. Der Saum muss aus Gummi sein. Das Material sieht sehr stretchfähig aus. Wieso sollte sie bei der Wahl ihrer Beinbekleidung bloß heute so viel Wert auf eine erhöhte Flexibilität legen? Ihre Haare sind lose zu einem Messiband gebunden. Das heißt, sie hatte heute keine Muße viel Zeit für das Gestalten ihrer Frisur aufzuwenden. Ein Mangel an Motivation, der sich auch am fahrlässig verblendeten Lidschatten am linken Auge bemerkbar macht. Eine allgemeine Lustlosigkeit scheint das Leitmotiv ihrer heutigen Tagesplanung zu sein. Zusammenfassend lassen die Indizien nur einen Schluss zu. Sie hat ihre Tage. In diesem Fall ist ein sofortiges Handeln meinerseits gefragt. Hier, Schatz, deine Wärmflasche. Und ich habe auch noch einen schönen heißen Blueberry-Muffin-Tee. Das ist auf jeden Fall die beste Kombination für dein kleines Bäuchlein. Und hier habe ich auch noch alle aktuellen Frauenmagazine für dich plus Shopping-Card. Apropos Shopping, hast du nicht vielleicht Bock auf eine Runde Shopping-Queen? Die Maria Kretschmer kann man ja nie genug kriegen. Manny ist extrem auffällig freundlich und zuvorkommend. Irgendetwas stimmt da nicht. Seine beruhigende und doch nervöse Art zu sprechen, wie ein Beauty-YouTuber mit schlechtem Product-Placement und seine plötzliche Faszination für Guido sind sehr seltsam. Das kann nur bedeuten, dass er Scheiße gebaut hat. Mal sehen, was hast du angestellt, Danny Boy? Er trägt sein Lieblingsshirt an einem Dienstag, obwohl er da zur Arbeit muss. Das deutet auf ein gesteigertes Bedürfnis, sich zu präsentieren. Er hat sein Handy, seit er durch die Tür kam, nicht in der Hand gehabt. Sehr verdächtig. In der Tat hat sich der Abriebfaktor auf seiner Fingerkuppe ebenso angefühlt, als wäre der letzte Druck auf den Touchscreen seines iPhones exakt eine 50 Minuten her. Also zur vollen Stunde. Genau dann, wenn Danny immer sein Social-Media-Update postet. Er ist einfach so altmodisch. Was bedeutet das? Er hat schon wieder ein Instagram-Selfie von sich gepostet und erst nachher gemerkt, dass ich nackt im Flurspiegel zu sehen bin. Oh nein, sie wird böse. Genau in dem Moment, wo ich ihr ihren Aufmunterungs-Prosecco gereicht habe. Moment, sie lädt Alkohol ab? Das kann nur eins bedeuten. Einmal alles bitte. Und jetzt werde ich aus diesem ganz tollen Tuch Blumen zaubern. Ich weiß nicht, was ich labern soll und deswegen labe ich irgendeine Scheiße. Marc, ich hasse dich für diese Scheiße. Das ist einfach nur widerlich, aber es ist okay. Bitch. Gediegensten Dank für 15.000 Abonnentenschergen. Jetzt abonnieren und mit uns auf die nächsten 15.000 anstoßen. Außerdem freuen wir uns ultra mega über eure Kommentare und Antworten auch. Checkt auch unsere Behind the Scenes und unsere Outtake-Videos und freut euch auf das nächste fette Product. Ich meine natürlich auf die nächste gediegene Folge.